schalten Sie zuerst die Zündung aus. Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum. Nehmen Sie es heraus und prüfen Sie es auf mögliche Risse, Schnitte, Quetschungen, Scheuerstellen oder sonstige Beschädigungen. Auch auf Schalter und Stecker sollten Sie Ihr Augenmerk richten. Nach dem Kabel geht es weiter mit der Einspeisungssteckdose für das Ladegerät. Untersuchen Sie die Dichtungen. Checken Sie die Steckdose auf mögliche Beschädigungen und Verschmutzungen. Und prüfen Sie den Verschlussdeckel auf seinen festen Sitz.